die Rettungsfunktion vom Flyerless-System Brain oder Brain 2, Icon, Icon 2 oder Compass Tracks, das was hier auf meinem Logo 600 montiert ist. Auf dem Gehäuse steht überall was anderes drauf, aber inside ist alles gleich. Natürlich ist beim Brain 2 sind dort einige technische Verbesserungen und alles ist besser, alles ist schneller, alles ist genauer. Aber das betrifft nicht die Rettungsfunktion, die ist bei allen gleich gut. Jedenfalls ist mir da nichts aufgefallen. Vorausgesetzt ist natürlich eine gute Grundeinstellung. Zum ersten die mechanische Grundeinstellung, dass beim Nullpitch auch tatsächlich alles, die ganzen Anlenkungen im 90-Grad-Winkel stehen. Ganz klar, setze ich voraus. Und natürlich im Wizard-Menü. Da gehen wir jetzt mal zusammen rein in das Wizard-Menü, also in die Grundeinstellung vom Brain am Computer. Dann zeige und erkläre ich euch, was dort unbedingt zu beachten ist. Denn da gibt es bereits einige Einstellungsfehler und einige Denkfehler, die dann so einige Leute haben. Da sind wir auch schon im Wizard-Menü vom MSH Brain. Die ersten Seiten überblätter ich jetzt einfach mal. Hier nochmal der Hinweis bei den Sendeeinstellungen, dass bei Mittelstellung der Knüppel natürlich 0% anliegt und bei den Ausschlägen auch tatsächlich 100% anliegen, dass die Dual Rate in eurem Sender auch 100% freigibt. Interessant ist diese Seite, die Taumelscheiben-Einstellung für uns, und zwar die Pitch-Werte. Einige Helikopterpiloten, die stellen ihre Pitch-Werte, ihre maximalen Pitch-Werte in der Grundeinstellung ein, also hier. Die sagen sich, okay, hier steht zwar 12 Grad, aber das ist mir alles viel zu viel. Ich fliege mit maximalem Pitch, sagen wir mal 8 Grad, so als Beispiel. Also stellen die hier, klick, 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 es geht minus, 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 bis die 8 Grad erreichen. Und der negative Pitch, 12 Grad, um Gottes Willen, das ist ja viel zu viel, dann nehmen wir mal minus 3 Grad, klick, 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 minus 3 Grad. So, dann haben die ihre Grundeinstellung, so wie sie fliegen, im System eingestellt. Was natürlich tödlich ist, wenn dieses System eine Rettungsfunktion hat. Die Rettungsfunktion kann jetzt nur auf plus 8 Grad und minus 3 Grad zurückgreifen, weil mehr darf sie ja nicht, mehr habt ihr ja nicht eingestellt. Wenn ihr eure Pitchkurve anpassen wollt oder entschärfen wollt, dann müsst ihr das im Sender machen und nicht hier in der Grundeinstellung. Die Grundeinstellung, hier ist es zwingend erforderlich, dass ihr eine zweistellige Zahl habt. Und zwar sagt Brain hier 12 Grad, typischerweise 12 Grad, hier steht's. Und ich sage 12 Grad oder mehr. Ich habe jetzt bei meinem Logo 13,6 Grad als maximalen und minimalen Pitch eingestellt. Das ist natürlich unheimlich wichtig. Zeige ich euch jetzt mal an meinem Logo 600, dann könnt ihr das mal sehen, wie weit die Taumelscheibe hoch bzw. runter geht. Hier der Blick auf die Taumelscheibe von meinem Logo 600. Wie gesagt, ist er angeschlossen am Laptop. Taumelscheibeneinstellung in Wizard-Menü. Wir sehen hier den Nullpitch. So, er ist natürlich eingestellt in der Grundeinstellung 12 Grad Pitch oder mehr. Ich habe hier mehr. Meiner, der Logo hier ist auf 13,6 Grad. Und dann zeige ich euch mal, auf wie die Rettung zugreifen kann. Rettung. Nämlich auf die Rettung. Vollen 13,6 Grad. Es sieht natürlich komisch aus, aber wir sind ja in der Taumelscheibeneinstellung. Deswegen springt er so komisch wieder auf den Null Pitch zurück. So, dann drehe ich den Pitch mal runter. Ihr hört es klicken. Auf, wir nehmen mal den niedrigsten Wert, 20 Grad. Weiter runter geht es ja sowieso nicht. Dann wird die Schrift rot von dem Wizard-Menü. Und das entspricht, habe ich vorhin gemessen, genau 7,5 Grad Pitch. Also ist das so eine Anfängereinstellung, sage ich mal. Und jetzt
kann die Rettungsfunktion nur auf diese 7,5 Grad zurückgreifen. Auch das zeige ich euch. Rettung. Mehr ist das nicht. Rettung. Mehr darf das Rettungssystem ja auch nicht, weil ihr dem Rettungssystem gesagt habt, der maximale Pitch in der Grundeinstellung ist 7,5 Grad. Mehr kriegst du nicht von mir. Das ist der kleine Denkfehler, den manche haben. Okay? Die zweite wichtige Seite oder die zweite Einstellung, die ihr noch habt, ist Auto Level natürlich. Hier seht ihr die drei Bänke, 1, 1, 2 und 3. Und hier ist die Bank 4 für die Rettung. Das ist bei mir der Kanal 8. Den löse ich mal kurz aus. Rettung. Normalmod. Hier gehört dann natürlich der Haken rein, Auto Level aktivieren. Und wenn man hier den Haken drin hat, dann kann man auch hier den Haken setzen, verwendet Rettung. Will man hier was verändern, muss man im Advanced-Menü und hier auf Auto-Level gehen. Dann hat man Zugriff auf diese Schieberegler. Die Grundeinstellung von Brain ist schon sehr gut. Die Rettung rettet jeden Helikopter vom 450er bis zum 800er. Völlig problemlos. Ihr solltet aber die Rettung auf eurem Heli anpassen. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ihr einen 450er Helikopter fliegt oder einen 800er. Es macht auch einen Unterschied, welche Kopfdrehzahl ihr fliegt. Wenig Kopfdrehzahl oder Heavy Kopfdrehzahl, das weiß ich ja nun nicht. Und das müsst ihr tatsächlich erfliegen. Als Beispiel hier die Werkseinstellung bei dem Rettungspitch ist 75 und mein Logo 600, der schoss dann in die Höhe und das war mir einfach zu stark und das musste ich dann reduzieren auf 65. Das waren gerade meine persönlichen Brain-Einstellungen, die Bank 1, 2, 3 und 4 hier für die Rettung. Steht zwar Setup, aber das sind ja die Bänke. Bank 2 und 3 nutze ich aber nur für Einstellungsflüge. Dann gebe ich hier verschiedene Werte ein im Advanced-Menü, im Setup und schalte während des Fluges zwischen den Bänken hin und her, um mein persönliches Setup zu finden bzw. dann zu erfliegen. Und wenn ich dann damit fertig bin, fliege ich letztendlich immer mit einem einzigen Setup, was mir natürlich am besten gefällt. Meistens ist es dann das Setup 1 hier. Jetzt sagt der eine oder andere, ah ja, das ist ja ganz toll, das gefällt mir aber nicht. Wir haben ja auch ein Auto-Level und das nutzt du gar nicht. Okay, ich habe natürlich eine Alternative für euch und auch einen Vorschlag für eine Schalterbelegung. Ihr könnt hier, hier oder hier bei den drei verschiedenen Bänken einfach den Haken setzen für Auto-Level, aktiv, bups. Und dann habt ihr die Geschichte auf einen Dreierschalter gelegt, zeige ich euch gleich, einen Auto-Level. Der eine oder andere nutzt das zum Starten oder Landen, dann schaltet er einfach den Auto-Level rein. Oder wer es gewohnt ist, wir haben ja alle mal angefangen, auch mit, ich habe auch mit Koaxialhelikopter angefangen, hier bei mir in der Stube, die sind dann in den Gardinen gelandet und in den Pflanzen und sonst wo. Und wenn jetzt jemand einen wunderschönen neuen Helikopter hat und das so gewohnt ist, dann kann ich das natürlich gut verstehen, dass er sagt, lass mich erstmal hier mit dem Auto-Level ein bisschen fliegen. Ganz klar. Ich schalte das mal rein. Die DX9 ist ja sprachlich unterlegt. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Also hier ist das, die Bank 1 ist gerade geschaltet. Dann schalte ich auch mal auf Bank 2. Bank 2. Und die Bank 3. Stabilisierungsmod. So. Und das Tolle ist ja, ich gehe mal wieder auf Bank 1. Bank 1. Die Rettungsfunktion, die bleibt immer aktiv. Bei jeder Bank haut die Rettungsfunktion rein. Und das demonstriere ich euch jetzt mal. Rettung. Normalmod. Oder auf der Bank 2. Bank 2. Völlig egal. Rettung. Normalmod. Oder Auto-Level ist aktiv. Stabilisierungsmod. Die Rettung. Rettung. Geht drüber weg. Also die Rettung, die Bank 4 ist sozusagen der Master und schaltet
1, 2 und 3 aus, solange das aktiv ist. Finde ich super. Dann gibt es hier noch diese Schieberegler. Da will ich auch nochmal, da bin ich vorhin nicht so richtig drauf eingegangen. Der maximale Winkel hier ist, unten seht ihr dann immer den Standardwert, den habe ich gerade verschoben, glaube ich, ist 45. Wie weit darf sich denn der Helikopter neigen, wenn ihr im Stabilisierungsmodus oder ich sage auch immer liebevoll im Koaxialmodus seid? Er geht bis 50 und geht runter bis 15. Aber wenn ihr draußen fliegen solltet, es ist ein bisschen windiger, dann kann es sein, dass ihr bei 15, bei einer Neigung vom Wert von 15, euren Helikopter nicht mehr zurückbekommt. Weil 15 Grad ist wirklich nicht viel. Lasst die Standardeinstellung oder geht gleich auf 50 Grad. Da seid ihr gut mit bedient. Also macht nicht zu wenig, dann müsst ihr hinterherlaufen. Die Empfindlichkeit hier, der Standardwert ist schon ganz gut mit 25. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Heckgain. Macht ihr es zu hoch, dann fängt das alles an zu flattern. Und macht das zu niedrig, dann wird es alles ein bisschen schwammiger. Alles müsst ihr auch erfliegen. Im Stabilisierungsmodus ist es ja völlig problemlos und gefahrlos. Der Rettungspitch kann man nicht bewegen, ganz klar, weil es ist ja keine Rettung hier aktiviert. Und auch die Rettungspitchdauer ist hier nicht verschiebbar, weil ihr seid ja im Auto-Level und hier kein Rettungsmod. Wenn wir hier schon mal bei sind, die Rettungspitchdauer, das bezieht sich nur auf den Rettungspitch. Also Rettung rein. Rettung. Normalmod. Und nur die Dauer, wie der Pitch, den ich hier oben eingestellt habe, der Wert 65, wie lange dieser gehalten wird. Danach geht er wieder runter. Es hat nichts mit der Dauer zu tun, wie lange die Rettung an sich eingeschaltet ist. Das war auch ein kleiner Denkfehler, den ich hatte. Da komme ich aber gleich noch zu. Die Rettung vom Brain ist eingestellt und das heißt für mich natürlich raus aufs Flugfeld und die ersten Testrettungen aktivieren. Und da bin ich auf ein kleines Problem gestoßen, das gefiel mir gar nicht. Um das zu erklären, nehme ich mal meine DX8 mit den Originalschaltern hier. Das sind ja die Original-Kippschalter, die an jeder Spektrum dran sind. Und ich habe die Rettung aktiviert. Ups, in diese Richtung natürlich, geht ja viel schneller. Und habe mich gefreut. Oh Mensch, das Brain rettet meinen Helikopter ja wunderbar. Ganz toll. Da wollte ich hier weiterfliegen. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn mit meinem Heli los? Ist ja doof. Wieso reagiert denn der so komisch? Ganz klar, weil die Rettung war ja noch aktiv hier und die schaltet dann natürlich automatisch in den Stabilisierungsmodus. Also muss sie wieder ausgemacht werden. So, das ist nicht schlimm, aber nervig für mich, dass ich das extra wieder ausmachen muss. Das zweite ist, bei der Deaktivierung muss ich immer hier über diesen Schalter greifen oder dazwischen greifen. Das ist ja mein Schalter Gasvorwahl für die Gaskurve oder die Gasgerade ist es ja. Und da bin ich dann auch ab und zu mal gegengekommen, bups, und habe das Gas auf die Stufe 2 gestellt. Das ist auch nicht schlimm, aber auch nervig. Und das Ganze passiert in einer Nicht-Stress-Situation. Was passiert denn dann erst, wenn ich Stress habe? Eine Lösung muss her, und zwar ein Zwei-Stufen-Schalter, einen Momentschalter oder einen Federschalter. Wo kriege ich den her? Ab in den Keller und mal geguckt, was ist denn noch von früher so übrig geblieben. Und siehe da, ich habe eine meiner allerersten Fernbedienungen mit 2,4 GHz, das war ja schon Hammer, ist die von eSky hier. Und die hatte hier einen Federschalter drin. Oder einen Momentschalter. Das ist geil. Zwei Stück hatte ich davon noch. Wunderbar. Gesagt, getan. Einen hier in die DX9. Ein in die iX12. Und das Problem war gelöst, dachte ich. In der Zwischenzeit habe ich jetzt einen 700er Raptor mit dem Brain ausgestattet. Und jetzt ist ein neues Problem aufgetaucht, beziehungsweise ein Denkfehler von mir. Ich habe dann natürlich auch eine Lösung für gefunden. Aber vorab möchte ich euch nochmal
demonstrieren, was denn da passiert ist mit dem 700er Helikopter. Hier seht ihr meinen kleinen Demonstrationshelikopter, mit dem ich euch das gut zeigen kann, was vor ein paar Jahren da in echt passiert ist mit meinem 700er Heli. Ich habe ihn also auf den Kopf gedreht, schups, und dann habe ich am Anfang die Rettung, das weiß ich noch, ausgelöst und habe meinen Finger dran gelassen. So, und jetzt hat das Brain, die Rettungsfunktion, natürlich genug Zeit gehabt, den Heli anzulupfen, ihn zu drehen und ihn in Richtung Sicherheit zu schicken, Richtung Himmel. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Und dann habe ich ihn wieder auf den Rücken gelegt, so, und dann dachte ich mir, Mensch, du hast doch extra diesen Schalter eingebaut, diesen Momentschalter, der wieder zurückfedert, damit ich in einer Stresssituation, in einer wirklichen Gefahrensituation nur noch das hier machen muss. Ja, und genau das habe ich auch gemacht. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie lange das dauert, bis er wieder seine Ausgangsposition erreicht hat. Ich weiß nicht, nur ich sage jetzt mal eine Zahl, 0,3 Sekunden. So. 0,3 Sekunden. Das Brain bekommt den Befehl Rettung. Okay, kurz anlupfen und ihn drehen. Jetzt sind aber die 0,3 Sekunden schon vorbei. Und das Brain bekommt den Befehl, ich soll hier nicht mehr retten. Okay, ich mache genau das, was du mir sagst. Grinste das System und schickte meinen Helikopter voll in die Erde. Das System konnte überhaupt gar nichts dafür. Es hat nur das getan, was ich ihm gesagt habe. Und das kann jetzt natürlich nicht mehr passieren mit meinen Einstellungen, im Servo, wo ich ja die Zeitverzögerung reingesetzt habe oder dieses Slow Motion. Und jetzt hat das System tatsächlich eine Sekunde, etwas über eine Sekunde Zeit, den Helikopter zu drehen, bis die Rettung wieder deaktiviert ist. Ein schmerzhafter Denkfehler. Das gleiche Problem haben natürlich die Piloten, die den Taster hier oben benutzen, der ja auch bereits vorhanden ist. Es nützt natürlich auch nichts, wenn man ihn nur kurz antippt, dann haben wir genau das gleiche Problem wie hier. Sondern entweder man trainiert es, den Finger drauf zu behalten, bis die Rettung vollendet ist. Oder ihr arbeitet oder stellt auch die Servogeschwindigkeit so ein, dass der Servorückweg einfach länger dauert. Das muss man natürlich auch alles trainieren, das ist auch noch wichtig, dass ihr das trainiert, die Rettung auszulösen. Das kann man am Simulator natürlich auch trainieren, er stürzt ja sowieso ab. Aber da mache ich es auch so, wenn ich am Simulator fliege und übe und ich merke, oh, er stürzt ab, dass ich kurz die Rettung betätige, obwohl er ja dann auch abstürzt. Aber man muss es wirklich trainieren auch. Einige fragen sich jetzt natürlich auch, wieso nimmt er nicht gleich den Taster hier oben? Und macht sich die Mühe und baut in seinem Sender hier Rettung. Diesen Momentschalter ein. Das ist ganz einfach, weil der ist mir zu weit weg. Wenn ich fliege, muss ich meine Hand hier lösen, um dort drauf zu kommen. Und das ist für mich selbst, habe ich festgestellt, das ist nichts. Wer das übt, bups, hier diese Bewegung, ist das völlig in Ordnung. Aber das gilt für meinen X12 und auch für die DX9 hier. Der Weg ist mir persönlich einfach zu weit. Wie schaffe ich es also, die Geschwindigkeit von dem Momentschalter zu überlisten? Dazu brauche ich einen guten Sender. In meinem Fall ist das eine DX9. Die hat folgende Einstellung, und zwar Laufzeit. Das ist die Servogeschwindigkeit. Und diese Funktion rettet sozusagen unsere Rettung. Die finden wir bei den Servo-Einstellungen. Da ist sie, die Laufzeit. Den Kanal 8 brauchen wir, das ist ja die Rettung. Und der Kanal 8 ist noch auf normale Zeit gestellt. Jetzt nehme ich mal den Hebel. Hier ist der Kanal 8. Rettung. Und geht sofort wieder zurück. Rettung. Zack. Wir brauchen aber eine Verzögerung. Hier ungefähr aktiviert oder deaktiviert sich die Rettung. Also brauche ich hier ungefähr 1,52 Sekunden. Das macht einen Gesamtweg hier von circa 4 Sekunden. Und das mache ich jetzt nochmal und achtet mal auf den Kanal 8 hier. Rettung.
Da wird es erst deaktiviert. Noch einmal. Schnell aktivieren. Rettung. Und jetzt wird sie erst deaktiviert. Und das reicht, um die Rettung komplett durchzuführen. Um das Video abzuschließen, möchte ich euch nochmal zeigen, wie das Rettungssystem von Brain in der Praxis arbeitet. Ich war natürlich nochmal für euch auf dem Platz und habe mein Logo hier auf den Rücken gedreht, habe dann die Rettung ausgelöst. Da kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie er einmal kurz anluft, den Helikopter dreht und er dann gen Himmel steigt. In zwei verschiedenen Drehzahlen und dann noch einmal mit meinem Goblin 700 das gleiche noch einmal. Okay, dann bis nächstes Mal, euer Frank. Ciao.